Spiele hintereinander auf aus dem Twitch-Stream und dann haben wir das immer so ein bisschen zusammen. Ne? Ich hoffe, er hat das jetzt richtig gemacht, wieder mit dem Mikro. Obwohl ich ja auf beiden. Ja, passt. Passt, passt, passt. Deadly on Arrival geht's los. Wir wollen mit der Satsuma eine Runde fahren. Schwierig immer bei so gutem Wetter natürlich auch Spieler zu finden, das ist ganz klar. Ist mir vollkommen klar, draußen ist herrlichstes Wetter, aber Frauchen ist nicht da und alleine oder nehme ich nichts. Da bin ich dann doch ein bisschen zu faul für. Ne? Und dementsprechend, ja, machen wir jetzt mal ein Los hier. Palüm, palüm. Ne? So, jetzt geht's los. Wie immer vergegenseitigt auch zwei Satsumas. Zwei Satsumas gegen zwei Satsumas. Eine Eagle, wir haben eine Edgar, eine Cumming. Wir haben die Yamagiri. Wir haben definitiv den besseren Zerstörer. Und wir starten ins Gefecht. Wow. Und wir haben keine Caps. Ach, ich liebe es. Ich liebe es so sehr, mein kleiner Teddybär. Ja, wie sieht es eigentlich bei der mit AI aus? Oh, 40% Abfackelwahrscheinlichkeit. Gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, alles über 35 ist definitiv in Ordnung. Wo ist die zweite Sätze? Und da ist sie wieder. Ach, ist die klasse. Ich liebe sie über alles. Ich liebe sie wirklich über alles. Das ist wirklich die coolste Stimme, die es gibt. Die macht auch gleich so richtig gute Laune. Und wenn ich so überlege, vorher, na, der hier, ne, von Bruce Willis, ne? Ja, ist ja nicht so schlimm. Dann wollen wir mal gucken, wie der Gegner so reagiert auf unsere Schüsse. Wahrscheinlich werden wir sie eh nicht treffen. Ich wusste es, dass das passiert, aber sie wird mich treffen. Da werde ich jetzt schon drauf. Ja, genau. Ja gut, zum Glück. Die schießt sogar mit HE. Ist ja beeindruckend. Die schießt tatsächlich mit HE. Krass. Okay, das war sicherlich ein Einstellungsfehler. Beide nicht getroffen, das ist sehr angenehm. Schade, dass man sie jetzt nicht mehr sieht. Doch, irgendwas hat mich getroffen mit irgendwas. Irgendein blödes Flugzeug hat mich entdeckt. Wenn jetzt mal irgendeine Satsuma sehen würde, aber nein. Ach, hier ist ein Flugzeug. Deswegen. Der versucht unsere Sumo anzugreifen, okay. Wenn er Bock drauf hat. Da hat er. Satsuma Beauftragte in HE gerade mal wieder mit HE auf mich geschossen. An die komme ich nicht mehr ran, okay. Ja, man ist auch einfach mal die Reichweite, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal ein paar Punkte machen, ne? Wow, 25.000. Das ist der große Vorteil einer Satsuma. Ne? Da machst du halt mal mit einer Ladung 25.000. Ne? Das schaffst du auch nicht mit, links nicht mit jedem. Ne? So, die nächste Satsuma, die einer abkriegt. Und zwar richtig. Unsere Klausel, jetzt muss ich da mal rausziehen, glaube ich. Alle Geschütze auf das Ziel.
Ja, passt, würde ich sagen. Schade, die sehen wir nicht mehr, die Edgar. Die Hara setzt Torps auf unsere Yamagiri. Ich hoffe, unsere Yamagiri... Nein, unsere Yamagiri stirbt. Ja, unsere Yamagiri stirbt an der Haragumo. Ja, dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Dazu muss ich wirklich nicht mehr viel sagen, glaube ich. Hier ist irgendwas, was nebelt. Ja, schade drum, nicht oft genug geschossen. Ja. Ja. Ja, aber jetzt sehen würde, was das hier ist, was hier die ganze Zeit auf mich schießt. Rechte kleine Torps direkt hinter uns. Ja. Das Wasser ist kalt. Es ist überall. Ja. Wenn ich wüsste, was hier feuert die ganze Zeit. Ah, das ist schon toll. Es ist schon toll. Du kannst ja nur noch wegfahren im Endeffekt. Oh, die Edgar ist jetzt auch Geschichte. Ja, wer auch immer du bist. Verdammt nochmal. Dämliche Igel. Jetzt nerv mich da echt so eine Schliefen oder was? Mist, jetzt sehe ich sie wieder nicht. Ganz tolles Kino. Nicht rüber gehen, ne? Oder? Knapp. Ne, gehen nicht rüber. Ach, schade drum. Ernsthaft Kleber. Ernsthafte Kleber. Du nervst hier wirklich ernsthaft. Hier nervt echt eine Kleber rum. Und ich habe hier keine Unterstützung von nichts. Torpedos rechts! Ja, Torpedos rechts interessiert mich ein Dreck. Da kommt eine Schliefen. Die ich jetzt auch schon wieder nicht mehr sehe. Weil eben war sie ja noch 3 Sekunden da. Es ist doch ein Witz. Ja, ich weiß. Ich warte auf die Schliefen. Das ist mein Problem. Die war doch eben sichtbar. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Ah, ist das zum Kotzen. Die weiß ganz genau, wenn die da hinter der Ecke rauskommt, ist die Geschichte. Wir gewinnen! Ja. Das Problem ist, wir gewinnen nicht wirklich. Du willst mir echt auf die Nüsse gehen, Kleber, ne?
meine Geschütze mal mitdrehen würden, wäre das gar nicht schlecht. Ich komme nicht mal dazu, den F-Skill zu nutzen. Klar, die beschleunigt so schnell. Die hat sich nicht festgefahren. Das sieht nur so aus. Doch, die hat sich festgefahren. So toll, jetzt hätte ich die Möglichkeit. Ja, und jetzt hat mir das auch noch jemand anders weggenommen. Okay. Ja. Das war jetzt eine ganz, 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 ganz tolle Rolle. 42.000 mit der Shikishima ist wirklich beeindruckend. Was haben sie noch? Irgendwo steht von denen auch noch eine Satsuma, die steht irgendwo in der Mitte. Die hat keinen Bock mehr. Die ist aber 38 Kilometer weit weg, weil sie Angst hat, dass er einen auf dem Ömmel kriegt. Die kriegt gerade richtig auf dem Ömmel und ist Geschichte. Und jetzt gibt es auch irgendwo ein U-Boot. Das ist ja auch beeindruckend. Ist das schon mal irgendwo gesehen worden? Okay, wir gucken in die verkehrte Richtung. Ah, da ist die Igel. Und jetzt müsste man Geschütze haben, die drehen. Ne? Jetzt müsste man Geschütze haben, die... Jetzt müsste man Geschütze... Wo? Komm hier hin. Okay. Unsere Klausewitz ist auch noch da. Sehr schön. Die steht irgendwo dahinter. Och Mann, oh! Ich hätte ja. Ja, in Germany we say auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen mit dem Geld. Weil natürlich machen wir mit solchen Runden natürlich auch richtig miese. Ja, gut. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben unseren ersten Container. Container. Ja, wir gehen heute mal wieder containern, würde ich sagen. Yeah! 6 Signale. Ja, ist besser als nix. Ja, gar nicht klagen. Wir haben wie viel gemacht? 1019, aber auch so gerade so eben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Gerade so eben. Ne? Halt, da wollte ich gar nicht hin. Da war das so Geplänkel. Okay, wir haben es aber noch auf 950 erhöht. Ja. Nehmen wir jetzt auch eine Patrie als Ausgleich, ne? Müssen wir immer zum Ausgleich haben, irgendwas, was richtig ballert und was auch Schaden macht. Halt, wir haben aber was Wichtiges für. Ne, steht auf Dings, gut. Sehr gut. Steht drauf. Ja, irgendwie Zuschauer gibt es heute nicht. Kosten heute extra. Ja,
gibt wahrscheinlich 12.568.000 Streams und außerdem, wie ich schon feststellte, ist ja geiles Wetter draußen. Es gibt überhaupt keinen Grund, vorm PC zu sitzen, außer man hat eben halt, so wie ich, einfach Erholungsbedarf. Natürlich auch wieder Flugzeugträger dabei, ne? Clausewitz, ne? Und ja, immerhin kein Superschiff. Immerhin kein Superschiff bei den anderen. Bei den Zerstörern. Das finde ich schon mal beruhigend. Die Yu Yang macht mir keine wirkliche Angst. Der Shimakaze macht mir mittlerweile auch keine Angst mehr. Jedenfalls sehe ich, wenn man ein anständiges Team hat. Aua, 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 aua. Was ist das so laut? Da sind so viele. Da sind relativ wenige. Da fahren wir mit CC, würde ich sagen. Schnappen wir uns! Ja, die schnappen wir uns. Sie haben eine Satsuma natürlich. Das ist, glaube ich, auch so mit das beliebteste Superschiff, was es gibt. Der Rest fährt wieder alles komplett darüber. Dann sollen sie machen. Was willst du tun? Was will ich tun? Ich will hier richtig Action machen. Richtig Action. So, jetzt hören wir auf zu wenden. Ja, schau, wir haben den Gegner gefunden. Jo, aber leider so weit weg, dass er... Nee, die Napoli ist nicht so weit weg. Ein bisschen eindrehen. Dann kriegen wir die Napoli. Das hat die Napoli jetzt auch mitgekriegt, aber da werden wir sie, so werden wir sie nicht treffen, werde ich drauf. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, nee, das war nicht weit genug. War zu weit vorgehalten. Nicht weit genug vorgehalten. Er will mich unbedingt, ne? Brennt schon wieder. Ach, ein Conqueror ist ja auch noch. Okay. Da müssen wir jetzt wirklich mal auf AP umschalten. So unangenehm, wie mir das ist, aber. Mann, Mann, Mann. Wie oft kann der denn schießen, sag mal? Brennt auch, mein Freund. Ja, am Pogo brennt es auch. Gegnerischer Kreuzer entdeckt. So, Clausewitz. Mal sehen, ob das gleich ein Clausewitz wird. Da drüben! Na klar, dreht er in 3 Sekunden raus. Ja, ich sehe es ja, Schatzi. Schatzi, ich sehe es ja. So schnell wird er nicht zurückfahren. Das könnte wehtun, Moskau. Was hat sie da gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Na komm, lad nach, lad nach, lad nach. Hier fehlt jetzt der Nachladebooster eindeutig. Ja, die kriege ich nicht mehr, ne? Ne, die fährt zu weit rückwärts. Da kommt die Klausel jetzt schon wieder. Ach, hier kommen keine Torpedos. Ah, hier sind keine Torpedos und dieser Superpark dahinter, okay. Ah, jetzt sieht man sie natürlich nicht mehr. Und hier wollen. Kick, kick, kick.
Shima-Geschichte. Shima-Geschichte, okay. Du hast es geschafft, Kapitän. Ja, unser Gearing leider auch. Ja, dann bleiben wir doch mal hier mit zwei. Wieder nichts offen. Du hast doch nicht auf genug auf die. Nicht genug auf einmal gekriegt, ne? Zwei Zieler das Gesetz, ne? Wo gemerkt? Zwei Zieler. Kannst gerne nochmal kommen, Moskwa. Ich brauche nochmal so ein Ziel wie dich. Ja. Ich brauche nochmal so ein Ziel wie dich. Ja. Das hoffe ich, dass jetzt alles gut wird. Ziemlich mit rum. Na komm, mach mir nochmal auf. Ding, ding, ding! Feueralarm! Ja, es ist wieder perfekt hier. Wir stehen im Nebel von einem Dings drin und klar. So, und den Conqueror sehe ich natürlich auch nicht mehr, ne? Der ist jetzt gerade, hat sich. ...7250 auf den Zerstörer gesetzt, ne? Das sollte man nicht vergessen, ne? Das sollte man definitiv nicht vergessen. Und Clausewitz, du bist und bleibst ein Witz. Und dieser dämliche Flugzeugträger hat sich so eingeschworen auf uns. Ich kann unseren Freund nicht unterstützen, wenn ich hier dauernd auf die Nase kriege. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Dieser Zimmer. Verdammte Axt! Jetzt reicht's aber auch mal hier, echt. Genau so wollten wir es sehen. Genau so wollten wir es sehen. Ja, ich muss hier echt. Der Motor war zu heiß, er kühlt ab. Ja, dann soll er das. Du hast es geschafft, Kapitän. War das eben noch nicht genug? Das war scheinbar nicht genug. Nö, aber wir verlieren hier auch ein Schiff nach dem nächsten wieder mal. Wir sind die ganze Zeit offen, weil wir hier unter Dauerbesuch vom Ding stehen. Wer schießt da? Conqueror, der 3 Sekunden später nicht mehr sichtbar ist, ne? Nur festhalten, ne? Feueralarm! Komm zurück, das bringt's nicht. Hey, fahr zurück! Das bringt's echt nicht, Junge. Wieder alle nur auf einer Seite. Jetzt ist alles gut. Wer ballert denn hier die ganze Zeit immer auf mich? Du bist. Mal. Ach, du hast wieder keine. Du hast ja noch nicht genug von mir auf Ömer gekriegt. Du hast ja noch nicht genug von mir auf Ömer gekriegt, okay. Alle Geschütze auf das Ziel. Oh, dieser penetrant nervige Flugzeugträger, echt. Ja, ich habe kein anderes Ziel. Weil ich habe nämlich keine Eier. Torpedos rechts! Ja! Torpedos
geht mir so auf die Nüsse. Immerhin, ich bin begeistert. Ich habe immerhin 1400 auf den Conqueror gesetzt. Ich bin wirklich begeistert. Wow, haben wir wieder richtig eingesetzt. Hier muss man auf A umschalten, das wird sonst glaube ich nichts. Ah, wobei, die knallen schon ganz schön rein. Die knallen schon richtig gut rein. Kapitän, hier geht es nicht weiter. Nein, 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 nein! Die gewinnen! Wir verlieren auch haushoch, weil wir hier leider viel zu viele Plebs hatten. Okay, du. Die Moskau will dieses Mal noch einfach wirklich sterben, ne? Nachkiste. Jetzt ist alles gut. Ja, 3000. Ja, ist ja gut. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich sie rausnehme. Dachte ich eigentlich auch. So, jetzt reicht es aber auch hier. Jetzt habe ich drei Brände. Geschichte! Nichts mehr zum Heilen. Nö, nee, habe ich auch nicht. Ich bin nicht einmal getroffen, nee, ist klar. Gehst du mir so auf den Senkel. Jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt ist alles gut. Ich hab dich nicht einmal getroffen. Ja, nee, ist klar. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, nee, wir haben's verloren. Wir haben es verloren aufgrund eines völlig unfähigen Flugzeugträgers, der zwar immerhin zwei Kills hat, ich will gar nicht sagen, er hat immerhin zwei Kills, ne, im Gegensatz, ja, was, nee.
Ich will dazu nichts mehr sagen. Es ist einfach unter aller Kanone. Lasst euch abballern, bitte. Lasst euch beide abballern. Es ist Schiedigol. Ich meine, jetzt greifst du eine volle Dings an. Anstatt einfach mal das anzugreifen, was eh schon schwach ist. Ne? Du machst wir so. Wir haben noch 5 Minuten. Nein. Die gewinnen. Ja. Wir greifen ja nicht das an, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel eine Conqueror, die überhaupt keine Luftverteidigung hat. Eine der schlechtesten Flugabwehren, die es gibt. Die greift man natürlich nicht an. Nein. Man greift natürlich das an, was, keine Ahnung, total unnötig. Ja, ihr habt alle toll gespielt. Jetzt sind wir dran schuld, dass wir verlieren, oder was? Das soll jetzt ein Witz sein, oder? Ja gut, wenn man eine Alsace hat, die so schlecht trifft, dann hat man natürlich noch Glück, ne? Flugabwehr hat die United States scheinbar gar keine, oder? Gut, das war dann unser Flugzeugträger. Dann können wir uns jetzt auf unser... Ja, wir haben alle toll gespielt und wir haben gleich alle 3 Caps. Aber das bringt uns überhaupt nichts, weil die anderen 961 Punkte haben. Und jetzt sind Cap und B auch schon wieder unterbrechen. Ja, Masso, jetzt lass dich endlich vernichten und gut ist, echt. Das lohnt sich doch nicht. Ja, der Vorteil an der Sudoku mit 2 Torps ist, theoretisch kann man da wunderbar ausweichen, aber muss halt auch allen anderen ausweichen. Das ist eben halt immer das Problem, ne? Ja, und das schafft er halt nicht mehr, oder? Wow. Respekt, Masso. Das muss man dir lassen. Das muss man dir wirklich lassen. Nein, die gewinnen! Wenn du die Flugzeugträger vorher noch rausnimmst, ey, dann feiere ich 100 Feste. Oh, genau im falschen Moment reingedreht. Ja, schade drum. Schade drum. Dann mal zurück zur Fritteuse. Was auch immer das mit der Fritteuse auf sich hat, wenn mir das irgendjemand erklären kann, dann bitte sofort bei mir melden. Ich wüsste gerne, warum man jetzt zurück zur Fritteuse muss. Weil man im Schnellimbiss arbeitet, oder? Woher kommt das? So, das waren jetzt 34 Minuten Stream. Mir reicht es auch schon wieder. Ich habe ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Ich gucke mir dann immer die Statistiken gar nicht an, aber könnte man in diesem Fall wirklich mal machen. Ja, es war klar auf Platz 1. Ah, aber immer einen Punkt gemacht, obwohl verloren. Ne? Das darf man eben mal auch nicht vergessen. Der 12:62 mit verloren, ne? Boah, unsere United States hat sogar 3 abgeschossen. Ich revidiere jede Meinung, aber hier, das revidiere ich natürlich nicht. Wenn der Stalingrad so spielt, ne, da muss ich nichts zu sagen, glaube ich, oder? Da wäre selbst die St. Martin weiter unten gesehen als, ne, aber egal. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir wollen es schaffen, wir müssen es schaffen. Und jetzt breche ich den Stream hiermit auch ab und auch die Aufzeichnung. Und ihr habt einen schönen Vergleich mal zwischen den 2 Schiffen. Und ihr habt gesehen, mit der anderen komme ich kaum irgendwo hin. Also die Satsuma ist halt unbeweglich. Ihr braucht extremst gute Aufklärer. Ihr braucht extremst gute Menschen, die irgendwie aufpassen, die euch Ziele zeigen.
Und mit er, mit der Patri kannst du halt anzünden, was immer du lustig bist. Ne? Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, ein sehr angenehmes Schiff, muss ich definitiv sagen. Und wieder ein Zeichen dafür, dass Schlachtschiffe wie Kreuzer von den Franzosen einfach zu den coolsten gehören, die es gibt. Ne? Also definitiv. Ne? Ich habe ja nun auch wieder gezeigt, dass ich mit der Henri einigermaßen Runden hinkriege. Klar kriegt man mit der Marseille fast bessere Runden hin. Ne? Die ist schon ein bisschen stärker, auch wenn sie schwierig zu spielen ist mit den drei Geschützen vorne. Aber das gibt es ja in der Schlachtschiffklasse der Franzosen auch. Wenn man da mal guckt, dann hat man irgendwann die Richelieu, war das, glaube ich? Ist es die Richelieu? Ja, die Richelieu mit zwei Geschützen nur vorne. Aber sie hat zwei Geschütze vorne. Das ist der große Vorteil zur Republik, die eben halt nur eins vorne, eins hinten hat, was die ganze Sache nicht leichter macht. Ne? Aber wir haben es geschafft und ich habe euch, glaube ich, einen schönen Vergleich gezeigt zwischen Richelieu, zwischen Patry, dem wunderschönen Franzosen, ne? Und Satsuma. Unser Geld ist ganz schön geschrumpft, dadurch, dass wir Superschiffe gespielt haben und ich keine besonderen Bonis drauf hatte. Aber es hat funktioniert und damit ist alles andere völlig Mumpe. Gut, ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüsskins. Einmal in die Videoaufzeichnung und auch in den Stream. Da ist auch wieder so ein heimlicher Schauer, der wieder heimlich zuschaut, wie erst bei Dings auch schon bei Landwirtschaftssimulator. Schade drum, wie gesagt, aber ich beende den Stream damit jetzt. Gefechtspass, wie sieht es denn da aus? Da können wir eben mal gucken. Da sind wir auch schon wieder drei Stufen bevor. Ja, wir haben 19 Tage Zeit, also wenn ich das nicht schaffe, dann sollte ich meine World of Warships Karriere beenden. Ne? Definitiv. Ne? Von daher, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Schönen Tag euch. Als erstes den Stream beenden. Und jetzt halt auch den Rest. Bis denn. Ciao, ciao.